Wasn't looking for love. Willkommen, liebe Ladies und auch alle Herren auf dem BodyAP Frauenkanal. Heute ganz besonders auch die Herren. Es wird hauptsächlich natürlich die Frauen betreffen, aber auch die Herren. Deswegen sitze ich auch hier und mache das Video. Und Mara zeigt euch gleich die Übung, um die es heute geht. Und zwar geht es heute um die wichtigsten, um das Fundament, um die Basics für einen schönen, runden und kräftigen Hintern. Es ist so wichtig, weil ich in Gyms einfach sehe, dass viele Frauen, aber auch ganz besonders Männer, falsch an das Po-Training rangehen, eben besonders die Frauen. Wir werden das Workout, also die Übung, die ich euch zeige, am Montag sozusagen, also morgen im Männer-Workout, weil da geht es eben um die ganzen Workouts, da zeige ich euch, wie das Ganze abtrainiert wird, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen und so weiter. Daraus schnüren wir dann eben ein ganzes Workout. Heute eben ein bisschen, besonders für die Frauen, so die Erklärung dazu, warum das so ist, warum das Workout so aussehen soll, welche Übungen da wichtig sind. Starten wir direkt mal. Warum mache ich dieses Video? Warum ist mir das immer wieder so wichtig? Ich sehe jeden Tag Frauen im Fitnessstudio, die ihren einen schönen, guten Po aufbauen wollen und die gehen direkt an diese isolierten Po-Maschinen. Da gibt es so viele und das finde ich auch ganz gut so. Die sind nicht falsch, die sind nicht schlecht, aber es ist nicht das Wichtigste, es ist nicht das Fundament und es ist nicht das, womit ihr anfangen solltet. Ich sehe auch ganz viele Mädels, die eben noch kein Gefühl für den Hintern haben oder insgesamt einfach auch wirklich einen sehr, sehr flachen Po haben und direkt anfangen mit isolieren, mit Kickbacks, mit diesen ganzen Maschinen, wo man dann so mit einem Bein immer runterdrückt und so weiter, mit der Abduktionsmaschine sehr, sehr gerne. Und bleiben sehr stark bei diesen ganzen isolierten Übungen, haben dann ihre Gummibänder in dem Sack da mit drin. Auch diesen super als Ergänzung, auch diese Übungen sind alle als Ergänzung super, aber als alleiniges Workout, sich durch alle Isolationsübungen im Gym durchzuziehen und dann gibt es da Kickback-Maschinen und so weiter, und. Und ihr kennt es alle, man will da, das sieht immer schön aus bei den ganzen Instagram-Models und so weiter, aber das sind nicht die Übungen, die eben den Instagram-Models diesen schönen, großen, runden, besonders wenn ihr so von der Seite schaut, eben den schönen, starken Hintern aufgebaut haben. Das sind eben Ergänzungsübungen. Ihr braucht eigentlich nur drei Übungen und diese solltet ihr aber auch immer machen. Diese drei Übungen sind so das Fundament für das Po-Workout und die möchte ich wirklich kurz durchgehen und euch sagen, warum die so wichtig sind, bevor ihr an diese ganzen Isolationsübungen geht. Der Po ist hauptsächlich, der Gluteus Maximus ist hauptsächlich für eine Hüftstreckung da und diese Hüftstreckung solltet ihr eben von jeder Seite sozusagen und in allen Teilen der Range of Motion abgedeckt haben und da werdet ihr auch schon erkennen, okay, dann einige Übungen fallen da schon so ein bisschen weg, wenn ihr die ganze Abduktionssachen und so reinnehmen, die gut sind. Damit formt ihr ein bisschen den Hintern, damit schafft ihr ein bisschen Gluteus Medius Minimus, damit schafft ihr ein bisschen Form später rein, aber wirklich für den hauptsächlichen Po ist das gar nicht so essentiell. Fangen wir direkt mal an mit der wichtigsten Übung für den Po und ich sage euch auch warum, sind einfach Squats mit einer starken Hüftstreckung, das heißt, wo ihr stark die Hüftstreckung mit reinnehmt. Deswegen auch eine absolute Empfehlung, tatsächlich mal die Box-Squats zu machen. Mara zeigt sie euch, wie gesagt, mal eben, nehmt euch eine Bank, möglichst auch eine schön tiefe Bank, damit ihr etwas tiefer runterkommt und durch die Box-Squats findet euer Hintern sozusagen die Bank. Damit macht ihr automatisch mehr Hüftstreckung in die Bewegung mit rein. Damit aktiviert ihr mehr den Po und etwas weniger den Quadrizeps und aktiviert eben so den Po. Großer Vorteil ist noch, ihr könnt eben viel Gewicht bewegen. Das heißt, die zwei Sachen sind eben wichtig. Durch viel Gewicht rekrutieren wir mehr Muskelfasern, wir aktivieren mehr Muskulatur und können damit auch durch mehr Progression einfach auch mehr Erfolge im Po erzielen. Eine der wichtigsten Übungen. Ich weiß, viele sagen dann, ja, aber ich will keine großen Oberschenkel. Deswegen versucht vielleicht mal tatsächlich Box-Squats zu machen. Unten kurz anhalten, kurz hinsetzen, Po anspannen und aus diesem Punkt hoch in die Hüftstreckung, Rücken gerade, mit recht viel Gewicht das Ganze machen. Steigert euch natürlich mit dem Gewicht, aber das ist so eine der fundamentalsten Po-Übungen überhaupt. Wie gesagt, wir haben Hüftstreckung mit drin, wir haben viel Gewicht drin, wir können uns steigern dabei, wir haben unten eben aus dem schwersten Punkt, können wir aktiv den Hintern anspannen, zack, und dann richtig schön mit der Hüftstreckung sozusagen beginnen. Fantastische Übung und eine Muss-Übung für ein Po. Eine Frau, die keine Squats macht, verschenkt einfach wahnsinnig viel Potenzial. Das ist so das Allerwichtigste. Nur Squats reichen aber nicht aus.
Wir sollten hier auch die Hip Thrusts mit dazu nehmen. Warum? Weil wir eben, das habe ich auch in anderen Videos schon mal erklärt, wir haben eben bei der Hüftstreckung dieses letzte Stück der Bewegung, das letzte, praktisch der letzte Teil der Hüftstreckung, da haben wir einfach noch bei den Squats nicht ausreichend praktisch Widerstand drauf. Wir haben bei den Hip Thrusts eben genau auf diesem Teil den Widerstand. Und glaubt mir, das ist auch eine Übung, die Männer machen sollten, weil sie einfach so genial den Po aktiviert. Meiner Meinung nach wirklich nur für den Po ist das sogar die beste Übung, wenn es wirklich nur um den Po geht, weil sie einfach so, so genial den Po, eben die ganze Hüftstreckung mit drin habt und eben diese Endkontraktion, dieses Anspannen. Und wir haben eben auch noch, weil zur Hüftstreckung hat der Po auch noch die Funktion, eben die Beine so ein bisschen nach außen zu drehen. Und das könnt ihr auch hier sehr, sehr schön machen bei den Hip Thrusts. Das heißt, die Hüfte nach vorne schieben und die Beine so ein bisschen eben, um den voll praktisch anzuspannen, könnt ihr da eben das Ganze noch ein bisschen mit reinnehmen. Ist eigentlich so mit die beste Übung, aber wir können sie eben nicht so schwer machen. Wir können da nicht so schön die Progression einbauen. Deswegen aber als Kombination, diese beiden Übungen, bevor ihr irgendwas anderes macht, diese beiden sind wirklich so euer Workout. Die Squats eher schwer und euch eher steigern, die zweite wirklich eher auf Muskelgefühl, eher ein bisschen weniger Gewicht nehmen und dafür lieber ganz hoch gehen. Lieber wirklich die volle Kontraktion mitnehmen. Wenn ihr nicht ganz hoch kommt, habt ihr zu viel Gewicht. Also schaut da wirklich auf die Muscle Connection, auf das Fühlen und so weiter. Das ist so die Übung in Kombi perfekt. Und dann noch, um eben den untersten Teil der Hüftstreckung mit reinzunehmen, den untersten Teil sozusagen aus dem untersten Teil anzufangen, ist eben rumänisches Kreuzheben das Beste überhaupt. Da habt ihr jetzt eben schön noch den Beinbizeps mit drin. Denkt dran, der Beinbizeps und der Po sind beide für eine Hüftstreckung mit beteiligt. Und wenn ihr die komplett dehnt, wenn ihr ganz runter geht, habt ihr die komplett gedehnt und dann schön aus dem Teil unten, dann habt ihr den untersten Teil der Hüftstreckung nochmal mit drin. Und diese Dreier-Kombi, auch das rumänische Kreuzheben, nicht zu schwer, versuchen tief runter zu gehen. Je tiefer ihr kommt, desto besser wird praktisch der Übergang auch zwischen beiden Bizeps und Hintern, desto schöner runder wird. Das ist, ich sage auch immer, das ist so die Übung, die wirklich so einen Push-Effekt auf eurem Po hat, weil der Beinbizeps ja unter dem Po unten liegt und drückt euch den Po nochmal so ein bisschen nach außen. Das ist die Übung schlechthin eben für einen schönen Po, besonders den unteren Teil des Po's kriegt ihr damit. Ich würde sagen, dass bei den Squats ein bisschen der obere Teil, bei denen ein bisschen der untere Teil und praktisch die Hip Thrusts insgesamt den Po anregen. Diese Dreier-Kombi ist unschlagbar und das sage ich absolut, wie es ist. Das wird jede Frau bestätigen. Diese Dreier-Kombi ist unschlagbar als Fundament, als Kern sozusagen eures Po-Workouts. Und auch für Männer sollte das sein, was auch die Männer trainieren. Natürlich können die Squats ein bisschen quadlastiger machen, aber Hip Thrusts sollten auch drin sein und ein rumänisches Kreuzheben muss drin sein. Und damit kriegen auch Männer einen Po und sollten auch, weil es einer der wichtigsten Muskeln ist, die wir eben im Körper haben und einer der stärksten, einer der größten, flächmäßig nicht, aber einer vom Volumen, einer der größten. Und das ist das Fundament. Danach könnt ihr gerne Abduktion machen, ein paar Kickbacks noch dazu und so weiter. Aber das nicht auslassen. Das ist euer Po-Workout. Und bei ganz, ganz vielen, bei 90% der Mädels, reicht das auch aus, wenn ihr anatomisch dafür gut gemacht seid, reicht das aus, um einen wunderschönen Hintern aufzubauen. Danach noch was Split-Squats, ein bisschen Abduktion und so weiter für die Form, wenn ihr die ein bisschen verändern wollt. Aber eigentlich ist das, was ihr braucht. Wie ihr das macht, wie ihr das in den Workout schnürt und so weiter. Montag, also morgen praktisch dann auf dem Männerkanal, könnt ihr euch da das ganze Workout anschauen, wie Mara das abtrainiert. Hier erstmal die Grundlagen, das und nicht das ganze Pferdefanzige nur machen. Als Ergänzung super, aber bitte nicht nur. So, jetzt habe ich wieder viel geredet, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, euch das mal zu sagen. So sollt ihr den Po trainieren und nicht anders. Und in diesem Sinne, meine lieben Ladies und auch liebe Herren, abonniert den Kanal. Bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram auch vorbei. Wie gesagt, beim Newsletter vorbeischauen. Die besten Supplements, selbstverständlich auch für Frauen. Body Pin Nutrition, die besten am BMP. Bis dahin, euer Simon. All eyes on me, I shine with everything I do. All eyes on me.